Es wäre echt schön, wenn mal eine neue Maus hat, die funktioniert. Das ist echt schön, hey. Ja, nach 6 Jahren darf man sich mal eine neue Maus gönnen. Muss man nur schauen, dass sich das ein bisschen leise macht, das Spiel. Wenn das gerade startet. Ja, okay. Das war das. Musi aus. Da. Chat. I need the chat. Also wie gesagt, also die Alerts sind jetzt aktiviert, also soweit. Also der, please, thank you for depositing 5 Coins, das ist bei 5 Euro. Das mit dem Ultimate Custom Night, Melodie, das ist bei 10 Euro fest drin jetzt. Und der Jumpscare Sound, der Alert ab 15 Euro, der ist auch safe drin. Er ist ein bisschen lauter als die anderen, deswegen ist ja, Jumpscare. So, dass ich das alles sehe. Also, muss ich aber ein bisschen leiser machen. Okay, das ist eigentlich schon ziemlich laut. Die Sache ist, was ich halt cool fand, das habe ich auf der Gamescom ja auch mit meiner Freundin zockt. Warte mal, wieso bist du? Warte mal, irgendwie schaut das gerade. Warte mal, das schaut gerade irgendwie nicht so gut aus. Warum ist es hier so? Okay, es wird schon seine Richtigkeit haben. Jedenfalls, das habe ich auf der Gamescom ja anzocken im Indie-Bereich, da war irgendwie nicht gerade so viel los. Aber ein bisschen, also zockt der Entwickler. Also erstmal vielen, vielen Dank, falls die Entwickler das hier anschauen. Ich habe einen Key gratis von denen am Stand direkt bekommen. Das war verdammt cool, weil ich habe nur gesagt, ja, also YouTuber bin ich, dies und das. Ja, hat er mir einen Key gegeben fürs Spiel. Ich dachte, hey, das ist auf jeden Fall klar, dass ich das in einem Streamer zeige, also auch so als Dankeschön. Und ich finde das Spiel verdammt geil. Ich habe es auf der Gamescom zockt, war verdammt cool. Welche YouTuber kennst du, wenn ich fragen darf? Persönlich? MacBonzer Gaming, saftiges Gnu. Ist es schlimm, wenn man das Game nicht kennt? Nö, ist nicht schlimm. Okay, bald ein FNAF-Fangame zu machen, willst du es dann spielen? Gucken wir dann einfach, wenn es soweit ist, würde ich sagen. Gut, es laggt. Ja, es ist irgendwie. Aber ich schaue die ganze Zeit. Bei mir ist es ganz komisch, also es schwankt immer wieder. Ich schaue mal nur schnell mal. Also, ich habe nicht wirklich viel anderes eingestellt. Also, normalerweise. Ja, du hast noch nichts gehört, weil ich gerade nur in die Einstellungen geschaut habe. Was wollte ich jetzt? Irgendwas wollte ich jetzt gerade. Also, normal, ich habe gerade momentan eine gute Upload-Leitung gerade. Eigentlich. Also, ich hätte normal schon meine vollen 40 Mbit und ich streame nur mit 6 Mbit. Also, soll normal funktionieren. Es kann sein, dass vielleicht bei Twitch gerade ein bisschen spinnt, weil sonst habe ich das eigentlich nie gehabt. So, wie gesagt, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Twitch spinnt in letzter Zeit rum. Ah, okay, dann ist Twitch. Gleich mal eine Ankündigung, der nächste Stream wird definitiv auf YouTube und Twitch sein. Da werde ich es machen, wie die Gnu, die hat ja auch beide Chats raus, auf einem Fenster. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber da kann ich nämlich auch auf den Twitch-Kommentare eingehen, wenn ich auf beiden Plattformen streame. Das ist gar nicht so schlecht. So, ich würde einfach sagen, wir fangen einfach mal straight an. Knock, knock, who's there? Bam, ja. Das Spiel kostet, boah, das muss ich gerade lügen. 12 oder 15 Euro. Müsste ich jetzt gerade lügen. Ah, oh, das ist schön. So, wir nehmen einen Breach. Shield. Was? Die Fressmaschine. Danke dir fürs Follow. So, jetzt habe ich es ein bisschen eher im Blickfeld. So, wie nehmen wir denn? Machen wir mal Assaulter. Als Waffe, also ich habe eh nur das. Ich sage jetzt, auf der Gamescom habe ich halt viel andere, mehr Waffen zur Wahl gehabt, zur Auswahl. Ja! Kennst du Corrupted? Nicht persönlich. Knock, knock, who's there? Doris. Doris, who? Door is locked, that's why I'm knocking. Oh Gott! Oh. Ja, komm, der war flach, hey. Der Stream voraussichtlich bis 12. So, okay, da ist Schießen. Da ist Nachladen. Da ist Treten. Gut, dass ich das weiß. So, Freedom is here. Ah. Oh, ich hab das so gefeiert. Headnacker50, danke dir fürs Follow. Kennst du Fortnite? Yep, hab ich schon ein paar Mal gezockt. Kann ich ihn? Warte mal, so. Was machst du da? Was tust du da? Wow, ernsthaft? Es ist Weihnachten! Weihnachten! Oh, shoot. Seth, nicht persönlich.
So. Wo ist einer? So, da muss man aufpassen. Ich hab's auch versehen auf der Gamescom oft genug gemacht. Die Geisel tötet der Entwickler. Don't kill the hostages. 2 Minuten später. Einmal dürft ihr raten, was passiert ist. So, pass auf. Yeah! Mal den wegtreten, weil dann. Ups. Dann kannst du nämlich die Geisel nämlich nicht töten, weil ich sage, du verlierst ein Leben, wenn du die Geisel tötest. Nee, kenne ich nicht. Kennen sehr wenige. Oh Gott, wie. Au, au. Kommt da runter, kommt da runter, kommt da runter. Komm hier wieder hoch. Okay, das hat schon mal gut geklappt. Das hat schon mal gut geklappt. Das hat verdammt gut geklappt. Nee, nicht Assault. Na. Creature. Shotgun. Weil was von der episch. So, bumm. Bumm. Schon geht's, weißt. Schon funktioniert das Ganze. Hi. Da muss ich jetzt extrem aufpassen. Komm her. Na, komm ein bisschen näher. Ja. Yeah. Lol. Das war schon böse, ey. Das war schon böse. Ich hab mal, ich glaube, bei Twitch gar nicht eingestellt, dass ich Dawn Orcas gerade zock. So, wie mache ich das jetzt gleich wieder? Zack. Blup. Ah, jetzt funktioniert's auf einmal. Mit dem klappt es perfekt. Blup, blup. Thank you. Was habe ich sonst eigentlich? Ach lol, ich hab Body Armor auch noch. So sagt mir das niemand, dass ich ein Body Armor. Das ist nicht passiert. Ja, ich habe Sims 4 eingestellt. Ja, ich habe einen Titel umbenannt und ich habe eigentlich auf In Real Life eingestellt. So, das wäre das Tricky Dicky. Nee, mal. Lol. Yes! So, ich glaube, jetzt haben wir alle. Nice! Errungenschaft eingeschaltet. Warming up. Folgendes, ich stelle mal kurz ein, dass. Ah ja, stimmt, Sims 4 steht da noch. Sims 4! Keine Ahnung, warum da. Ah, jetzt steht es. Dornock. Ach lol. Okay, das Spiel gibt's nicht. Da stehen die heutigen Spiele drin. Ja, ja, im Titel, aber. Ein Titel schon. Ich wollte gerade Dornockers einschalten, dass man praktisch nach dem Spiel suchen kann, auch auf Twitch, aber es gibt's nicht auf Twitch. Ich muss morgen unbedingt zeichnen, sonst gehen meine Skills futsch. Meh. Oh, guck mal, ich tue normal nicht so schnell aus der Übung. Willst du Secret Neighbor spielen? Ist mal der Plan. Blup. Knack, knack. Okay, wollen wir mal knacken. Knocking on Heaven's Door. Oh. Bist du verletzt? Okay, passt. Bam. Ah, shoot. Also nur 2. Kann leider nur bis 22 Uhr da bleiben. Du, kein Thema. Mich freut es, dass du da bist. Nice. So, jetzt pass auf. Oben sind 2 Bad Guys. Jesus. Er hat eine Uzi 9mm. Wie das der Arnie gesagt hat im Terminator 1 auf Englisch. Hi. 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 Boom. Thank you. Pass auf. Ein Ultimate habe ich mittlerweile jetzt schon. Left Bumper, das müsste L1 sein. Die Sache ist, ich habe einen PlayStation Controller angesteckt. Ich habe keinen Xbox Controller. Jetzt pass auf. Wie machen wir das? Weil da gehe ich ja nur genau da lang. Ich hoffe, die Geisel bleibt am Leben. Ja. Sehr schön. Kommst du her? Lol. Das ist echt ein cooles Spiel, weißt du? Hab ich auf der Gamescom schon echt gefeiert. Kann man Fanpass schicken. Ich habe kein Postfach. Warte mal. Brauche Body Armor. So. Wow. Jetzt läuft's. Läuft bei dir.
Guten Abend, wünsche ich dir auch, Kid Boo. Hast du Instagram? Ja, German Snake. Ist alles unten in den Panels verlinkt. So, das ist ein bisschen. Nee, das ist blöd. Weil ich treffe beide Geiseln. Ich könnte mal mein Ultimate ausprobieren. Ich könnte ihn auch nicht ausprobieren. Ja. Death Bumper war ja normalerweise L1. Normalerweise. Aber wenn ich L1 drücke, komme ich. Ach ja, lol. Ja, ja, L1 gedrückt, dann komme ich nämlich in die Leiste. Je mehr da oben voll ist, desto mehr kann ich ausbilden. Wenn es voll ist, kann ich meinen Drachenatem ausführen. Okay. Hopp. Da. Als nächstes kann ich mir schon Body Armor holen. Ich komme langsam rein. Ich komme langsam da rein. In das Spiel. Nachladen. Hi, guys. Da. Was habe ich da hinten? Gar nichts. 0,0. So. Ja, ja, weil jetzt könnte ich genau. Dragon Breath. Weiß nicht, ob das gut was bringt. Extra Life wäre gar nicht schlecht eigentlich. So. Ist in dem Level, glaube ich, gar nicht verkehrt. Hi. 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 So. Blub, blub. Also, mit ihm läuft's echt gut. Nice, können wir gleich nochmal was holen. Nein, den Trailer habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, da kam heute raus, der Reveal-Trailer. Den habe ich noch nicht. Oh, nice, ich habe den auch gleich erwischen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. So, jetzt seid ihr frei. Müssen wir echt überlegen, ob ich mal den Drachenatem ausprobiere. Hi. Oh, aber fast next. Medikit. Medikit wäre gar nicht so schlecht. Ja, Medikit ist mal fast lieber. Ja, das ist mal lieber. Also, ich müsste mir den mal anschauen. Ich weiß auch, dass von Bandy in the Ink Machine Chapter 5 Trailer online gegangen ist. Wie ich am mitgekriegt habe, soll das so gratis sein, aber das kann ich jetzt nicht sagen, dass das so ist. So. Jetzt auf einmal funktioniert's. Ja, du hast gesagt, du kennst Wolf hier nicht. Guck, wenn du Zeit hast, auf meinen Twitter vorbei, dann weißt du, wer sie ist. Ja, ich wusste, das passiert noch. Danke, Chrissy, für 15 Euro. Ich wusste, dass das heute passiert, hey. Jesus, ist das laut. Der Sound ist zu leise. Echt? Soll ich den noch lauter? Ich könnte noch lauter stellen. Aber ich muss sagen, der war in meinem Ohr schon ein bisschen laut. Der war nice. Der war nice, hey. Ja, echt danke dir für 15 Euro. Also das ist so der Sound, der kommt, wenn man mir 15 Euro donatet. Da kommt erstmal ein fetter Jumpscare. Melissa, ich habe kein Postfach, also ich sag mal so Fanarts. Am besten über Twitter, schenke ich es retweeten. Ich habe den Jumpscare-Sound bewusst lauter gemacht. Also der ist vollkommen mit vollständiger Absicht lauter. Ah, okay, Upgrades kann ich in der Version nicht machen. Ist Early Access. Also, wie gesagt, Postfach habe ich noch keins. Eventuell irgendwann bei Zeiten. Wow. Okay. Gönn ich. Alle herkommen, alle herkommen, alle herkommen, alle herkommen. Nice, gleich mal. Erwünscht, freigeschaltet. No mercy. Ja, hier zeige ich auch keine Mercy. Auf. Auf. Oh, hi. Ich habe natürlich kein extra Leben mehr. Außer jetzt. Jetzt habe ich wieder eins. Oh, hier war finster. Okay, jetzt muss ich gut aufpassen. Hier könnte welche sein. Ja, ich wusste es. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Warte, 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 warte. Medikit. Da. Ich hab bei den Jumpscare nicht erschreckt, nur meine Ohren taten weh, weil mein Handy sehr laut eingestellt ist. Es ist auch sehr bewusst sehr laut eingestellt. Sehr laut. Da kommt sie alle mal her. Ja,
toll, jetzt läuft es auf einmal gut. Was mache ich jetzt anders als vorher? Okay, das ist verdammt cool, dass selbst die Lampe sich dann bewegt, wenn du da auf Sinn triffst. Das ist verdammt cool. Das Stream war off. What? Ja, aber wenn Twitch gerade generell spinnt, da kann ich leider nichts machen. This is out of my control, ist es. Ah, der Soundtrack, der ist echt geil von dem Spiel. Hallo? Ja. Hier jemand? Ja. Hier ist nicht mehr, lol. Okay. Das ist jetzt Selbstmord, da hochzugehen. Das ist Selbstmord, wenn ich jetzt da hochgehe. Genauso wie das hier gerade. Wobei, warte mal, ich möchte gerne mal den Feueratem, würde ich mal gern. Okay, das war eigentlich gar nicht so schlimm. Everything went better than expected. Und ich wollte meinen Drachenatem einsetzen. Das ist jetzt blöd, wenn ich das mache. Irgendwas passiert ist dann gleich. Ach was, ich probier's mal, auch wenn ich nur die Tür triff. Oh, das wird... Das Bild läuft schon die ganze Zeit alles flüssig, der Ton ist auch normal. Okay, das ist gut. Wow! Okay, das ist nice. Der Feueratem. Warte mal. Okay, das war jetzt... Hab ich noch sogar? Ich habe noch! Mann! Das war nicht gut, was ihr macht. Autsch. Das ist nicht gut, was ich mache. Das war gerade ein Fehler. Bedankt, guten Abend, Black Eyed Incubus. Jetzt pass auf, wie muss ich gleich wieder gehen? Jetzt muss ich da raufgehen. Gee. Oh, ich habe die noch gar nicht gerettet. Ups. Ab jetzt. Yes! Oh Mann, Body Armor. Da habe ich auf der Gamescom ehrlich gesagt gar nicht mitgekriegt, dass das funktioniert. Warte, ich gehe normal durch. Geh normal durch. Hattest du mal Angst? Das ist aber länger hier. Das ist viel zu lang her. Bam. Jetzt. Perfekt. Okay, die letzten zwei. Lul. Thank you. Also Werbung ist aber nicht von mir dann. Das ist, ich glaube, wenn du auf das Smartphone schaust, dass dann Werbung kommt. Genau, abgepasst mit dem Mission Success. Erstmal den Clip erstellen. Die 15 Euro sind es mir wert. Warte mal, eine Nachricht wohl zurückhalten. Ich will irgendwann nochmal Spring Champion noch besser als beim letzten Mal zeichnen. Da waren zwar schon weniger Fehler drin, aber er war wieder zu dick und der Kopf zu klein. Warte mal, das kann ich erlauben. Das ist. Keine Ahnung, warum das nicht auf erlaubt war. Was war deine größte Kindheitsangst? Vielleicht irgendwas Spirituelles oder sowas. Es ist lange her. 25 Jahre her. Da. So muss mit jemandem vorgehen. Immer. Und dann ballern. So musst du vorgehen. Ey, ist hier dunkel. Sagen wir mal, Angst. Sag mal, ich habe Respekt vor Sachen, weil es spirituellen Sachen, alles mit Geister und so weiter und Tod. Ja, Tod auch im Spiel. Ich habe da voll Respekt. Und eigentlich will ich sagen, vielleicht ein unwohles Gefühl trifft es eher. Wie alt? Ich bin 30. Ich bin alt. Komm. Ich bin echt schon gespannt später auf Scum. Da bin ich echt schon gespannt. Ich habe mir mal einen Trailer mal angeschaut. Und Fingerich. Mal so ein paar Videos. Das sah echt cool aus. Vor allem die Charaktereinstellungsmöglichkeiten sind nice. Was jetzt nicht so nice ist. Ja. Also, dass ich oder mir noch kein Extra-Leben geben habe. Das ist nicht so nice gewesen. Dum. Ey, wenn's mal läuft, dann läuft's. Wenn. Da. Lass mir hoch. Lol, war verarscht. Ich glaube, es lag am Wort dick. Ah ja, ja, das könnte sein. Dass Twitch automatisch das nicht zugelassen hat wegen Wort dick. Wie jünger aus ist 30. Wenn ich meinen Bart wachsen lasse, dann. Dann sehe ich meinem Alter entsprechend aus.
Aber ich mag nie so einen richtigen Vollbart, ich weiß nicht. Ist nicht so mein Sach. Hi! Kann man auch machen. Was haben wir? Ach, ich bin schon wieder voll. Warte, warte. Medkit. Ah ja, und das geht auch im Koop. Wie gesagt, haben wir ja auf der Gamescom auch zu zweit zockt. Was ich halt immer noch faszinierend fand, was ich auch noch ein bisschen erzählen wollte vom Gamescom. Ich war immer noch fasziniert bei Through the Darkest of Times. Ich stand echt davor im öffentlichen Bereich und es war ein Hakenkreuz im Spiel. Im öffentlichen Bereich. Ich war immer noch... Ich weiß nicht, es surreal war das, ganz ehrlich. Das ist etwas, was ich nicht gedacht habe, dass es so schnell mal passiert. Alle meine Freunde... Freunde haben diesen Trick mit dem aufs Bett springen gemacht, wegen dem Monster. Und ich hatte ein Hochbett. Ich springe als 5-Jähriger 2 Meter hoch. Okay. Wegen dem Monster. Ach, meinst du ein Monster unter dem Bett, oder? Was man damals immer so erzählt hat. Meine Mama und Papa sind älter. Mein Vater zockt auch gerne am PC, aber nur wenn er Zeit hat. Er sagt aber, FNAF ist blöd und ist zu gruselig. Aber ich bin 11 und habe einen 3000 Score in FNAF Ultimate Custom. Nice! Ja, du, der eine mag FNAF, der andere nicht. Ich meine, ja, jeder mag jedes. Ist völlig okay. Lol. Ja. Ich habe auch Angst vor Puppen. Puppen sind auch. Puppen sind schlimm. Ja, Puppen sind Horror. Los, mir rein! Ich muss sagen, zu zweit ist es natürlich auch richtig cool. Glaube ich, Offline- und Online-Kurbs, wie ich weiß. Bum, bum, bum. Jemand da? Thank you. Medikit. Was ich eigentlich gerade nicht brauche, was eigentlich gerade ein Schmarrn war. Wir hätten warten müssen mit Extra Life. Lol. Okay. Das ist blöd. Das ist blöd. Okay, ich kann schon. Mein Gott. Screw it. So. Don't kill the hostages. Das habt ihr nicht gesehen. Das habt ihr nicht gesehen. Ja, der Boogeyman. Ich habe vergessen, wie er seinen Namen schreibt. Ja, ich habe schon was im Kopf gehabt. Ich habe eine Lieblingsfigur im FNAF, nämlich Springtrap. Springtrap ist an sich auch vom Design richtig cool. Springtrap und Spring Barney sind meine Lieblinge. Und Papa, ich finde Nightmare voll doof. Im Endeffekt ist es auch nichts anderes wie Nightmare Frapper, nur ein bisschen anderes Aussehen. Warum wurde das schon wieder zurückhalten? Liebe FNAF, ich habe deswegen Klassenkamerad, Friend gefunden. Es hat Spaß gemacht, bei FNAF 1 und 2 zu spielen. Hat aber zuerst Albträume, dass Freddy vor meiner Tür steht, jetzt aber nicht mehr. Warum zum Geier ist das zurückgehalten worden? Keine Ahnung. Also, ich sage ja, manches ist echt total random, was zurückgehalten wird. Ja, war knapp. Success! Mission accomplished. Nice! Gibt es mehrere, die Streams bewachen? Brupp. Voll im Foto. Ich sitze in der Dusche wegen WLAN. Wenn das WLAN-Signal gut ist, why not? Ich habe jetzt echt gerade einen guten Run. Ich habe erst überlegt, ob ich dazu ein Video für YouTube mache. Dann habe ich gedacht, hey, das könntest du auch streamen. Mal ganz ehrlich. Rup. Hast du schon The Fourth Clause gelesen? Falls nicht, bitte nicht, nicht verraten. Ich habe noch nicht mal Wizard Ones gelesen. Und auch noch nicht Silver Eyes. Ich komme persönlich einfach nicht dazu. Müssen wir mal lesen. Yeah, und ich bin back from the dead. Das hat schon was Geiles, wenn man extra Life hat. Lol. Immer zu viel los und da ist mal zu viel Remi Demi ist man da. Freut mal wieder. Lol. Hab mal. Toll. Ja, oder so. Oder so.
Mein Lieblingscharakter ist Lolbit. Ich fürchte lieber meine Lieblingsfarben Lilo und Orangen. Lolbit, ich weiß nicht, naja, okay, da hat kein Jumpscare. Ich finde es aber lustig, wenn es halt lollig eingibst und einfach nur dann fett da in der Mitte vom Bildschirm ist. Aber man merkt, es ist. Ja. Ach, lol, das ist. Ja, ja. Hey! Das ist wie es ausschaut. Pass auf, pass auf! Macht er das nochmal? Hey! Ja, ja, ich befreie dich schon. Ach, der hilft mir dann sogar. Nice! Das wusste ich jetzt nicht. Oh! Warte, hilft er schon! Muss ich ihm helfen, weil erst hilft er mir, jetzt muss ich ihm helfen. Kann man hier auch eigene Sticker-Emotes machen? Momentan denke ich mal nein. Nein! Weil, ja. Ich glaube, Emotes gibt es dann, glaube ich, erst, wenn ich auch dingerig bin. Affiliate. Alles, was ich noch nicht bin. Info: Der Stream zeigt alle 50 Sekunden ein Stammbild für ca. 3 Sekunden. Und ja, ich denke mal, wahrscheinlich das Problem ist, liegt einfach an Twitch. Aber ich meine, ich habe ja letztens, gestern bei The Fuel habe ich GTA RP angeschaut. Da ab und zu ist auch mal der Stream mal stehen geblieben. Und ich habe mehrmals immer einen Speedtest mit der Internetleitung gemacht, ob es vielleicht bei mir war. Meine Leitung war gut. Also ich vermute mal, das ist ein Twitch-Problem, was auch Fräulein Pfote schon erwähnt hat. Hi Jackie 7786. Ich habe mit 5 Nerf angefangen zu spielen. Sehr furchtlos. Es gab ja in der Custom Night sehr gute Remakes von alten Jumpscares. Welchen Remake fandst du am besten? Muss ich mal überlegen. Okay, der Freddy Jumpscare, der Original, der ist recht gut. Remaked worden. Ich kann mal, wobei, ich muss sagen, Foxy, das. Au. Der ist au. Der ist eigentlich recht gut, aber ich würde sagen, Freddy. Ja, Freddy. Nice, und kann man gleich nochmal ein Extra Life. Das ist fast schon cheaten eigentlich. Hi, einfach nur Luca. Hatte vorhin nach Beenden des Sniper-Modus extrem Spaß mit Jumpscare-Menü. War irgendwie lustig. Also so, wenn man sich alles mal in Ruhe anschauen will. Boah, jetzt kommen auf einmal Leute, hey. Wollen die alle von mir, hey? Keine Ahnung, was die alle von mir wollen. Bing, bing. Da fehlt Fahrstuhlmusik. Das wäre episch. Ach stimmt, ja, Nightmare, der hat da mittlerweile auch einen richtigen Jumpscare. Und ich finde nach wie vor von Nightmare Balloon Boy die Stimme verdammt gut. Nach wie vor. Bloop. Bam, bam. Hi, Geiseln. Weißt du, die flüchten nicht, die verschwinden einfach, weißt du. Errungenschaft freigeschaltet. Troublemakers arriving. Ich bin im Februar 13. Ich habe FNAF angefangen mit 10. Bin jetzt 11 und wieder am 27.10.12. Okay, ich finde Foxy cool. Nightmarion und Nightmare sind auch cool. Sie haben ja nicht mehr gelöscht, der Link als Jumpscare. Aber man merkt aber auch, wenn man so die Ultimate Custom Night anschaut, die Jumpscares und alles, die ganze Bewegung, wenn du das mit FNAF 1 vergleichst, wie stark das Gott sich in 4 Jahren verbessert hat. Also das war damals schon gut, aber es ist jetzt richtig, richtig nice. Springtrap, der so um einiges geiler ist wie in FNAF 3. Da hat er sich auch mal Mühe gegeben. Ich finde aber, also von beiden, also von Springtrap und von Afton. Was? E-Card. Rayana. Rup. Bam. Bam. Bom. Toll. Ich habe eine Frage. Hast du dir schon einen Namen für deine FNAF-Aussie überlegt, die ich für dich gemacht habe? Keine Ahnung. Flossen. Also, ich meinte jetzt den Bösewicht da. Achso, jumpscare.png. Achso, okay. Also die Mutter der Geiseln muss echt eine böse Geburt gehabt haben, denn das sind Tausendlinge. Aha. Mindestens. Shield wäre auch nicht so schlecht. Okay, aber das sind halt so
Die sind halt schwerer zu spielen, die beiden. Ja, ich glaube, ich bleibe bei Breacher. Kann ich eine andere Waffe mittlerweile wählen? Ach so. 4 Sterne, warte mal. Wie viel kann ich aus? Ach so, 16 Sterne habe ich. Okay, jetzt könnte ich mal... LOL! Ja. Gimme. Stimmt. Dafür kannst du die Sterne hernehmen. Flashbang, das ist nicht schlecht. Wenn ich das mir noch nehme und Gear vielleicht Armor. Ja. Habe ich das auch mal rausgefunden, weil das geht ja nach wie vor nicht. Spiele FNAF immer bei einer Freundin, weil ich bei unserem PC kein FNAF spielen kann. Der ist doof. Wer? Achso, meinst du jetzt FNAF 3 den Jumpscare? Der blaue Fox, wenn ich... Ach ja, stimmt, der blaue Fox. Ja, so dunkel kommt denn das gerade wieder. Puh, aber einen Namen habe ich ehrlich gesagt gerade noch nicht irgendwie. Wünsche auch einen guten Abend, Pakun. Ich hoffe, der Tag war wunderschön. Oh, der war ganz chillig heute mal. Ist das erste... Mal FNAF gesehen, da war ich 8. Habe auf ein FNAF 2 Video geklickt, nicht gewusst, dass es ein Horrorspiel war. Habe ich mich mega erschrocken wegen Puppet. Man hatte dann drei Jahre Angst vor FNAF. Jetzt bin ich 12. Vor ungefähr einem Dreivierteljahr habe ich mir mal wieder FNAF angeschaut. Finde es nicht mehr gruselig und bin jetzt ein riesen Fan. Michael Foxy Fan, danke dir fürs Follow. Ich sag mal so, bei FNAF, man härtet mit der Zeit ab. Finde ich jetzt. Wann schätzt du, kannst du die neue Animation anschauen? Geht um dich und Baldi. Baldi. Also ich werde wahrscheinlich Sonntag wieder arbeiten, sprich Sonntag wahrscheinlich wieder für die komplette kommende Woche vor Ort aufnehmen, weil ich mache es mittlerweile so, Sonntag nehme ich alles auf und bis Mittwoch schneide ich alles, dass ich weiß mir so Donnerstag, Freitag, Samstag mir einfach chillen gönnen, bis dann Sonntag oder Montag wieder weitergeht. Aber also ich denke mal, dass ich es wahrscheinlich Montag in eine Reaction reinpacke, ist so der Plan. Hi Mangle, Foxy-Fan. Ich finde, dass die Ultimate Customer von der 4 die besten Jumps haben. Das stimmt. Muss ich auch dazu zustimmen. Ich zock FNAF auf dem Tablet. Ich hab's einmal auf dem Handy gespielt. Also, es ist schon spielbar, so ist nicht. Es ist interessant, dass es trotzdem ein bisschen weniger ist als auf dem PC. Also, zum Beispiel bei FNAF 1, die Monitoranimation ist zum Beispiel nicht da. Was mir so aufgefallen ist und beim Jumpscare ist mal kurz mal bei mir mal stehen geblieben, bevor es angefangen hat. Ich habe jetzt eine Idee, deine Szene nochmal zu zeigen. Wenn du nochmal zeigen willst, kein Ding. Ich fand FNAF nie gruselig. Also ich meine, so richtig Schiss habe ich nie gehabt vor FNAF. Ich meine, die Jumpscares, klar, die haben mich ja manchmal ein bisschen anzucken gebracht. Oder wenn Barney da in Parts and Service stand. Aber, ja, also richtig Schiss habe ich nie. Was ich mache, ich gehe gerade auf den Chat ein, bevor ich wieder weitermache. Ich werde beim FNAF-Zocken übelst paranoid. Das kenne ich bei mir bei der alten Custom Night, wenn ich alles da auf einmal machen muss. Oder immer Strom und alles im Blickfeld habe. So, jetzt schauen wir mal, wie die Buff ist. Oh ja! Oh ja! Me-like! Oder ein altes Meme ist Me-Gusta. So. Calorie is here. Oh ja, die ist im vollen Umfang da. Blup. Aber langsam komme ich echt gut rein. Das ist wirklich, was? Warte mal. Alles macht da rein noch. Ich habe dich in meinem Informatikkurs und allen, den ich dich gezeigt habe, fein. Jetzt ein Video. Ey, das freut mich echt. Vielen, vielen, vielen Dank. Wirklich, von F4 war ich echt ein fauler Hund, deswegen. Deshalb muss ich mich da auch echt mal wieder dran setzen. Help me. Go, go, go. War ganz freundlich. Ja, das war jetzt Motivation. Over 9000 war das jetzt. Ich weiß nicht, ob ich jemals. Ich habe null Ahnung, wie man ein eigenes Fangame macht. Ich habe zwar Clickteam Fusion, aber es frisst halt sehr viel Zeit. Das muss man halt dazu sagen. Und die Zeit ist problematisch. Die Zeit habe ich meistens nicht. Spring! Hopp! Ja! Wollte gerade nachladen! Achso, was ich spiele: Dog Kickers Action Squad. Pixel Action Game. Bin wieder da. Lalala. Okay, das wird jetzt. Uff. Null.
Hab ich? Naja. Boah, wie ein Extra Life. Echt motiviert. Go. Es sah jetzt nicht so, wahrscheinlich nicht so motivierend aus. Aber wie gesagt, wenn es halt wirklich die Motivation ist und wenn du Bock hast, dann. Ich meine, würde auf jeden Fall weitermachen. Es sah soweit schon nett aus, wo ich es ausprobiert habe. Ich habe aber, glaube ich, mit dem Ton massive Probleme gehabt, wenn ich noch drüber nachdenke. Blub. Ich meine, was ich cool fand, ist, wo du die Welten auswählen kannst. Das fand ich recht cool, die Idee. Jetzt so Nightmare on Elm Street. Jeden einzelnen Film. Ja. Der letzte war der schwächste, der wo ab 16 war. Ja. So, wie lang wo? Was jetzt kein Deutsch war, aber. Fast. Extra Life. Brauchst du so oft Extra Life. Plop. Da. Perfekt. Mission. Noch nicht. Was bei mir ist dieser Kreis? Gut. Ah, das war, glaube ich, gerade ein YouTube-Sub. Wenn ich gerade richtig schaue, weil ich habe die, glaube ich, auch nur habt ihr weiterhin aktiv. Du hast mir mal auf Insta gesagt, dass du keine Ahnung hast, wie das geht. Mit Spiel. Nice. Okay, dann haben wir das auch mal erledigt. Ich habe nach wie vor keine Ahnung. Ja, lol, jetzt kommt gerade auf mein Handy eine Nachricht. Neues Video von Jamesic Gaming. YouTube in a nutshell. Ich weiß, die Benachrichtigung ist irgendwie. Das System bei denen ist so verkorkst mittlerweile. Ich meine, ich sage immer, Glocke, am besten Glocke aktivieren und beide Häkchen da machen, aber naja, es bringt auch nichts, wenn YouTube halt mal sagt, nö. Ich habe Angst, dass ich kein WLAN habe und ein Video nicht schauen kann. Kannst du mal Amnesia spielen? Habe ich komplett online auf meinem Kanal. Das. Hi. Gratis. Ich finde immer eine Möglichkeit, sowas so zu sagen. Aber echt, ich finde immer eine Möglichkeit. Sag mal, wo habe ich jetzt jemanden übersehen? RIP. Meinst du das Remake von Freddy 2010? Nee, ich meine, es war Nightmare on Elm Street 7. Das war so, was ich ein bisschen mit, wo praktisch Robert Englund praktisch als sich selber und als Freddy im Film war. Den Film, den fand ich lasch. Den meinte ich. Ich meine, das Remake hatte seine netten Stellen. Hatte. Aber das war's auch wieder. Streams auf YouTube. Nächstes Mal wird. Nächstes Mal wird wieder auf YouTube auch sein. Blup. Sache ist auch, wenn ich meinen VR stream, das wird wahrscheinlich erstmal Twitch auf Twitch only bleiben. Weil ich kann einfach nicht beide Chats dann in der Brille sehen. Das ist halt ein bisschen. Wie komme ich hier eigentlich wieder zurück eigentlich? Nö, ich bin immer noch live. Lass mir mal schauen. Nö, ich bin immer noch live. Also ich streame immer noch. Kann es, wenn ihr mich nicht seht, einfach F5 drücken zu Neustarten. Ich würde auch sagen, nach dem Level werde ich es mit Dogkickers lassen. Dann schauen wir uns mal Scam an. Ratisch! Ich komme nicht mehr raus oder zurück. Ach lol. Ah, ich zurück. Ja, darum ist es vielleicht manchmal nicht so blöd, wenn ich auf YouTube stream, weil. Kannst du bei YouTube sagen oder was du willst? Es funktioniert! Nightmare on Elm Street 2 war doof. Freddy springt aus dem Pool. Wo ist da der Sinn? Er tötet Leute in den Träumen und kann sich nicht aussuchen, ob er in der Traumwelt ist oder nicht. Ich hab den 2 gar nicht mehr so im Kopf. Ich habe nur die Teil 1 gerade im Kopf. Wenn er seinen Handschuh zeigt mit den Krallen und sagt, wie er sagt, das ist Gott oder sowas. Das war eine echt geile Stelle. Oder im Englischen, das war bevor die eine im Fernseher killt hat. Welcome to Prime Time, Bitch. Das war eine epische Stelle. Ach stimmt, eine Key. Wie bekomme ich jetzt eine Keycard? Ach lol, da oben. Ja, da oben. Wie komme ich da hoch? Ah, von ganz oben rechts, ganz oben links. Ah, alles klar. Kann ich wieder da durch. Kann am PC
nicht mehr gucken. Kann ich den Fehler 3000 Media Resource Decoding Error? Hab ehrlich gesagt den Fehler noch nie gehabt. Hast mal Dinge recht gemacht? Neustart? Also, beziehungsweise F5 meine ich. So, wie komme ich das hin? Ah ja, okay. Da lang. Das ist echt nice. Also, ich habe es bisher nur so von Videos gesehen. Das sah es eigentlich ziemlich nice aus. Meinst du da, wo sein Kopf aus dem Fernseher kommt und zwei Rohrdame? Müsste die Stelle gewesen sein. Bestimmt schon 10 Jahre her, seit ich die Nightmare on Elm Street Teile gesehen habe. Ist ewig her. Aber die Filme, das sind Klassiker. Und ich freue mich auch, dass die Filme endlich mal vom Index runter sind. Weil ich glaube, das sind jetzt mittlerweile alle Filme runter. Dass endlich mal wieder legal in Deutschland erwerben kann. Okay, legal konntest du sie vorher auch erwerben, aber halt unter der Ladentheke. Jetzt mittlerweile kannst du halt offiziell wieder. Autsch. 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 So. Blub. Blub, blub, blub. Und? Eis. Ah. Das ist schon ein geiles Spiel. Echt jetzt.